Hey Freunde, lustigen Schlammspiele und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mitvorstellung von mir. Heute habe ich für euch vorbereitet diesen super schnieken alten Russenbus. Absolut tolles Modell. Mehr oder weniger nur wahrscheinlich für den nahen Stadtverkehr gedacht, so klein wie der ist. Aber ohne lange rumzuschnacken, tun wir noch jetzt hier mal den Motor starten. Ich würde auch mal sagen, dann stellen wir die Zeit auch mal zurück, so dass es etwas heller ist. So, da sehen wir doch gleich mehr. Gut, jetzt müssen wir den Motor nochmal starten. Schönes Ding. So, ein Allrad hat das Teil nicht. Das hat nur Heckantrieb. Differentialsperre können wir einschalten. Und dann würde ich doch mal sagen, schicken wir die Karre doch einfach mal auf die Piste. Oh, jetzt hätte ich ihn fast abgewürgt. Den ersten Gang erstmal rein. Achso, ja, Handbremse aus. Und jetzt aber rauf auf die Piste mit den Karren. So. Ja, bis jetzt macht er sich relativ gut, würde ich sagen. Das sieht eigentlich... dafür, dass wir jetzt noch kein Differential haben, ganz, ganz gut aus. Oh, jetzt hat er hier ein bisschen gewippt. Hat wahrscheinlich etwas Probleme mit den Steinen. Ja, da hängen wir jetzt auch schon fest. Schalten wir das Differential mal zu. So, super Sache. Da geht es ja noch schön weiter. Hier haben wir dann jetzt auch die erste Schlammpfütze. Krachen wir da mal rein. Oh, die ist sehr tief. Die ist sehr tief. Da ist er mal richtig schön reingesackt gerade. Oh, 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 Junge, Junge, Junge. Da hängt er auch schon. Na, aber er frisst immer noch, er frisst immer noch, er kämpft mit allem, was er hat. Ja, Junge, los, komm. Ah, schönes Ding, die erste Schlammpfütze hat er gemeistert. Gehen wir doch mal hier rein. Ja, das sieht auch noch sehr gut aus. Da frisst er sich auch schön durch. Da hinten haben wir jetzt ein bisschen mehr Schlamm. Da müssen wir auch vorsichtig sein, da sind auch viele Steine drin. Da kriegen ja auch die etwas größeren Modelle schon echte Probleme dann. Aber, wie wir sehen können, der Gute... der haut da ganz schön durch. Also ich habe jetzt definitiv weniger erwartet. Jetzt brettere ich doch einfach mal in die großen Steine hier rein. Ja, macht doch auch gut. Mal sehen, wie er mit den alten sowjetischen Gummibäumen umgeht. Die flügt er einfach um. Ja, das war ich doch mal. Das ist doch mal ein klasse Modell. Na gut, okay, mit den etwas größeren Bäumen hat er natürlich Probleme, aber das ist ja normal. Da können wir jetzt nicht meckern. Dann würde ich mal sagen, geben wir uns jetzt mal in die Werkstatt zurück. Schauen mal, was wir in der Karre hier noch extra einbauen können. Jetzt muss ich natürlich erstmal... ja, hängt doch jetzt auch ein bisschen in den etwas tieferen Schlamm. Aber auch da kommt er durch. Definitiv tut er sich nicht festfressen. Schönes Teil. Trotzdem muss ich jetzt erstmal gucken, wo ist eigentlich die Werkstatt hier? Ah, hier vorne. Na, lass mich da einfach mal schnell zur Werkstatt rennen, was so ist. So, und dann gucken wir mal, was haben wir hier noch an Einbauteilen. Wir können Räder mit Ketten aufziehen. Und dann haben wir noch eine Ballonpasser. Was auch immer das heißen mag. In dem Fall gibt es uns eine Kraftstoffkapazität von 300 Litern und 400 Reparaturpunkte. So, bauen wir es doch mal auf, das Ding. Ja, Kraftstoff ist jetzt so 105 Liter. Genauso wie vorher. Und wir erhalten dadurch 400 Reparaturpunkte. Also mit dem Kraftstoff, das haut nicht so wirklich hin. Da müssen sie nochmal nachbessern. Da würde ich mal sagen, brettern wir doch jetzt gleich nochmal auf die Piste rauf. Gucken wir mal, wie er sich verhält, wenn wir hier Ketten hinten auf den Hinterrädern drauf haben. Ja, ich sag mal, auch ohne Ketten war er ja ziemlich gut. Da hat er sich richtig schön durch den Schlamm durchgeflügt. Aber auch mit Ketten fährt es sich wunderbar. Ob es jetzt unbedingt besser ist, weiß ich nicht. Ich merke jetzt keinen gravierenden Unterschied. Ich brettere jetzt einfach mal in die alte große Schlammpfütze hier rein. Da schlendert er zwar etwas nach links und rechts, aber es sieht immer noch alles relativ gut aus. Gehen wir doch mal in den etwas dickeren Schlammsee hier vorne rein. Mal gucken, ob der ihn stoppen kann. Ja, definitiv überhaupt nicht. Da flügt er ohne Probleme durch. Also mein Fazit zu diesem alten, schniegen Nahverkehr-Russenbus hier. Super Sache, tolles Teil. Flügt sich schön durch den Schlamm. Mit Steinen hat er etwas Probleme, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten schöner Mod und definitiv zu empfehlen. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder zur zweiten Mod-Vorstellung. Und da habe ich was richtig, richtig Riesiges für euch vorbereitet. Bis gleich. So, ihr Holzfäller-Freaks, da sind wir dann wieder. Und jetzt guckt euch mal an, was ich für euch vorbereitet habe. Ist das nicht genial? Guckt euch mal dieses riesige Gerät an. Das ist einfach mal ein riesen fetter Caterpillar. Sowas wird in den Steinbrüchen eingesetzt, um halt riesige Stein- und Geröllmassen zu transportieren. Und glaubt mir, das Ding ist der Hammer. Also ich starte jetzt mal den Motor.
Allein dieser Zaun, der verspricht schon Kraft, der verspricht schon Geilheit. Da kriege ich direkt einen Ständer. Dann gehen wir mal aus dem fortgeschrittenen Modus raus. So, Differentialsperre ist jetzt noch aus und dann starten wir den Hobel einfach mal. So, wie man jetzt hier sehr erkennen kann, erstmal sehr langsam, wenn man jetzt den ersten Automatikgang geht. Und ich stehe jetzt mal in den zweiten Automatikgang und dann guckt euch mal an, wie der Hobel nach vorne geht. Der hat richtig die Geschwindigkeit. Mattsteine interessieren das Ding mal überhaupt nicht. Und jetzt kommt der Oberbrecher. Guckt euch das jetzt mal an hier. Ich gehe jetzt hier einfach mal volle Kanone auf den Wald los. Und die Karre interessiert das ein Scheißdreck. Der fängt zwar ein bisschen Schaden, aber das Ding kann 6000 Schaden haben. Scheißegal. Wenn ihr irgendwo hin wollt auf der Karte, legt euch den Markierungspunkt direkt gerade durch dahin, wo ihr hin wollt. Die Kiste fährt dahin. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist wie jetzt hier an Laternenmasten. Das kann er dann so nicht ab. Also da bleibt er dran dann kleben. Die größten Bäume macht er platt, aber der Laternenmast, der ist da doch ein bisschen zu doll wahrscheinlich einbetoniert. Okay, das Dixie-Klo hier von der Forstwirtschaft, das kriegt er auch nicht so einfach kaputt. Da muss man also auch etwas vorsichtig sein. Aber gut, okay. Da kann man ja mit leben. Wenn man mal bedenkt, wie schön man hier einfach den ganzen Wald nur so plattwalzen kann mit dem Gerät. Bratz, 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 bratz. Weg mit den hässlichen Bäumen. So, und dann würde ich mal sagen, wir sind hier auf der Map-Flussüberquerung. Hier ist ja in der Mitte ein ziemlich großer Fluss. Jetzt hat er sich hier gerade an irgendwas wieder aufgehangen. Fragt mich nicht was, scheißegal. Einfach mal kurz zurücksetzen, dann wieder nach vorne und schon geht's weiter mit dem Gerät. Na, Junge, ey, Schorsche, komm, jetzt machen wir hier keine, ey. Mach mich jetzt hier keine Schande. Du bist noch nie irgendwo hängen geblieben. Was hängst du denn jetzt? Keine Ahnung, was jetzt los war. Scheißegal, weiter geht's. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir wollen ja jetzt mal zu diesem Fluss hoch. Damit ich euch dann auch mal zeigen kann, wie schön das hier durch das Wasser durchgeht. Das interessiert nämlich auch mal sowas von dermaßen den Scheißdreck. So, ich hoffe, ich schaffe es noch, mit meinen Schadenspunkten bis zu dem Fluss durchzukommen. Aber es sollte eigentlich klappen. Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. So, weg mit dem Röllchenwald hier. Bratz, bratz, bratz. Einfach durch. Scheiß der Hund drauf. Den kann hier den Helden niemand auf. Na du, was ist denn du schon wieder? Steht da jetzt schon wieder so ein Dixie-Klo oder was? Boah, Tatsache, da steht ein Dixie-Klo. Ich fasse es nicht. Jetzt wurde der mal wieder von so einem Reulien Dixie-Klo ausgebremst. Mensch, Jungs, ich will doch zur See. Ich will doch noch zum Fluss durch. Ich nicht rüber, nicht wieder gegen's Dixie-Klo. Ach Mensch, Schorschild, hör doch mal auf. Ich hab dich gerade so gelobt und jetzt, was machst du jetzt? Jetzt hat er sich festgefahren. Jetzt hat die Karre sich echt festgefahren. Ich fasse es nicht. Okay, wir haben ja noch nicht mal das Differential. Dann schalten wir doch einfach mal das Differential mit dazu. So, dann sieht doch die Sache gleich wesentlich besser aus. Der lässt sich ja noch wesentlich schöner lenken. Ich finde das einfach mal so geil, wie das Ding durch den Wald durchgeht. Als ob das Seitstangen wären, bricht er die Bäume da weg. Oh, was ist das hier jetzt? Was klappert hier eigentlich so laut? Sag mal, Schorschel, hast du jetzt den Sound von deinem Motor hier innen oder was? Na okay, Freunde, wir machen es jetzt einfach mal anders. Ich gehe nochmal kurz... Ach ne, wozu? Jetzt fahre ich nicht mehr zurück. Jetzt stehe ich kurz vorm Fluss, jetzt will ich auch zum Fluss. Okay, also irgendwie hat der Schorsche gerade seinen Motorensound hier in Nord. Der hört sich jetzt so mehr nach unserem Fiedel an. Nach unserem kubanischen Zigarren-LKW. Könnte aber daran liegen, dass er einfach mal schon richtig Schaden gefangen hat. Wir stehen jetzt hier schon bei 5700 Schaden. Ja, man merkt es auch, der Motor gibt jetzt langsam auf. Aber gut, das ist ja zu verkraften. Man muss ja mal bedenken, der hat ja einfach mal den halben Wald hier gerade schon wieder gemetzelt. Und ich sag einfach mal, ich gehe jetzt nochmal kurz zur Werkstatt zurück. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier noch für Anbauteile haben. Und dann geht es nochmal hinauf zum See. Und dann brettern wir da einfach mal durch. Also, wir können hier erst noch die Geländeräder aufziehen. Bis jetzt erstmal mal Standortbereifung, ne? Dann haben wir hier Wheels 3. Ja, okay, das ist mit so ein bisschen dickerem Profil. Und Straßenräder können wir noch aufziehen. Ich sag mal, bis jetzt haben wir so rein von optischen die Wheels 3 am besten gefallen. Die nehme ich auch einfach mal. Und dann können wir noch eine Ladefläche aufbauen.
Die gibt euch 2000 Reparaturpunkte. Jetzt sieht das Ding so richtig aus wie ein Caterpillar, steht eigentlich auch so fast da oben drauf. Der Rest ist schon so ein bisschen weggekratzt worden, wahrscheinlich aus urheberrechtlichen Gründen. Ist ja auch egal. Differentialsperre nochmal an, direkt den zweiten Automatikgang drauf. Dann legen wir uns mal einen Wegpunkt. Den haben wir ja schon gelegt, wunderbar. Zum Fluss hinauf, würde ich sagen. Und dann geht es jetzt auf zur See. Allerdings habe ich letztes Mal festgestellt, wo ich die Ladefläche drauf hatte, da muss man auch etwas vorsichtiger fahren mit dem Bock, weil da kann es dann doch schon passieren, dass der mal leicht umkippen tut. Schauen wir einfach mal. So, die Kamera mal schön fixiert, dass wir auch was sehen. Boah, Leute, Leute, uiuiui, da muss man auch vorsichtig sein. Er ist jetzt hier ganz schön gesprungen, war jetzt für kurze Zeit nicht kontrollierbar und nein. Und das ist genau das, was ich meine mit der Ladefläche, da kippt er dann doch ziemlich schnell um. So, dann machen wir jetzt einfach nochmal einen neuen Versuch. Nochmal zurück, die Ladefläche runter und dann geht's nochmal los. So, diesmal muss es aber auch klappen, ansonsten wird es ja langsam ein bisschen langweilig hier. So. Ziel ist anvisiert, wir sind auf Kurs. Oh, wo ist er denn nun geknallt, Mensch? Sag mal, Schorschel. Enttäusche mich jetzt hier nicht. Die Leute wollen mal sehen. So, da hinten müssen wir jetzt natürlich wieder vorsichtig sein. Da könnte es sein, dass wir wieder durch das Dixie-Klo ausgebremst werden. Komm, Schorschel, fresse, fresse, mach sie platt, die Bäume, du alte Fräse. So, hier jetzt auch nochmal ein schöner Test für ihn. Mal sehen, wie er hier mit dieser steilen Schlammwand umgeht. Erstmal hart aufgefahren, würde ich sagen. Differentialsperre ist ja auch noch aus. Machen wir die mal an. Na, kann man sich da hochkramen? Es sieht jetzt erstmal überhaupt nicht so aus. Ich denke mal, da muss ich nochmal ein bisschen Anlauf nehmen. Den Rückwärtsgang rein. Und dann versuchen wir doch einfach mal von hier hochzufahren. Na. Na. Ach, verdammt, Schorsch, ey, du bist langsam aber sicher, sag ich hier fast, du bist ein Loser. Na gut, dann fahren wir halt da drüben mit dir lang. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er jetzt, sag ich mal, diese Steilschleimwand hier als solch ein großes Hindernis ansieht, dass er da jetzt nicht hochkommt. Aber gut, kann man halt nicht ändern. Fahren wir halt nebenan hoch. Ja, jetzt hier die Steine, da muss er ein kleines bisschen ratzen. Ist ja klar, die geben ja nach. Das ist wie, als wenn ihr mit dem Auto auf Kies fahrt. So ist das für den Schorsche, wenn er über Findlinge fährt. So, jetzt sehen wir ihn gar nicht mehr. Oh, ganz schön dichter Wald hier. Ist auch gerade ein bisschen dunkel. Ich überlege jetzt nochmal die Zeit ein bisschen zurückzuspulen. Haben wir hier noch Sprit dafür? Eigentlich schon. Boah, ich sehe fast gar nichts mehr. Scheint auch ein bisschen neblig zu sein. So, jetzt müsste doch aber eigentlich langsam aber sicher der Fluss hier mal irgendwo in die Nähe kommen. Ich gucke jetzt hier nochmal auf die Karte. Jawohl, gleich sind wir da. Sehr gut, sehr gut. So, Schorsche, komm, nochmal kurz nach links gelenkt. Den zweiten Gang kriegst du auch gleich. Das ist auch so schön. Ihr könnt vom Start an den zweiten Automatikgang reinmachen bei dem. Interessiert ihn überhaupt nicht, fährt er trotzdem los. So, und jetzt müssten wir... Ja, aber jetzt sind wir in dem großen See drin, ne? Jetzt wollen wir doch mal sehen hier... der Motor, der ist sofort erstmal kaputt gegangen. Bei der ersten Seedurchquerung. Jetzt ist er wieder aus. Ich glaube, da sind wir jetzt ein bisschen ganz dolle tief im See drin. Also das wird jetzt nichts mehr. Da hängt er dann fest. Na gut, also eine Wunderwaffe ist das auch nicht. Aber immerhin ein arschgeiles Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Ihr habt ja gesehen, wie der mit den Bäumen umgeht. Das ist absolut der Kracher. Hier könnt ihr euch dann nochmal den fiesen Baustellenarbeiter angucken. Beziehungsweise Steinbrucharbeiter, der da drinnen sitzt. Da wurde auch noch ein kleines Model mit reingesetzt. Ha? Jawohl, kackfiese Fresse, ein original Steinbrucharbeiter, der auf sein 12 Uhr Bier wartet. Ja, Jungs, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich jetzt mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und außerdem würde ich mich auch super freuen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao.